Guten Morgen an die Geräte zu Hause. Den Mittwochstags, mal donnerstags morgens, ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft. Wir haben 5.45 Uhr, wenn ich diesen Film mache, am 13. Mai. Vor euch liegt der DAX auf Tagesbasis. Ich habe mal so ziemlich alles rausgenommen, außer den nach meinem Empfinden wichtigsten Punkt. Das war seinerzeit jeder Hammer, der auf der 20-Tage-Linie aufgesetzt hat, von dem aus wir nochmal die Reise über die 15.000 gemacht haben. Also diesen 1.000-Punkte-Move. Vom Tag her, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, darf es mir nicht gefallen. Ja, wir sind in der Nähe der unteren Bänder, wir handeln unter der 20-Tage-Linie. 10-Tage-Linie handelt unter 20-Tage-Linie, also Trendfolger negativ. Vom Chart her, da komme ich gleich nochmal drauf, gibt es hier einen ganz wichtigen Punkt. Da mache ich auch mal eine Linie rein. Das ist diese 14.820. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sehen wir auch gleich nochmal in 4 Stunden und 1 Stunde. Wir sind über das MACD negativ, Trendfolge also auch negativ, sowohl die traditionelle als auch die moderne Sichtweise. Wir sind negativ über den Oszillator. Ich habe hier momentan rein vom Chart her nichts Positives. Ich finde allerdings, dass der DAX sich sehr, sehr gut hält vor dem Hintergrund von Dow und Nasdaq. Muss ich sagen, Hut ab, Chapeau, macht er bisher gut. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er das hier oben nochmal rausnimmt. Das wäre schön gewesen. Über das Band drüber, dieses vermeintliche Doppeltop rausnimmt, hat er aber nicht gemacht. Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Chancen dazu hat er noch, momentan allerdings weniger. Gehen wir mal auf 4 Stunden. So, hier sind jetzt die 4 Stunden. Das ist die eben eingezeichnete Linie hier. Als wir diesen Support hatten, das hat Sprungbrett benutzt und dann wieder von der 14.800 auf die 15.430 oder was es war, draufgelaufen. Auch hier, gleitende Durchschnitt negativ. Wir handeln in der Nähe des unteren Bandes. Das ist alles nicht so schön. Wir sind negativ, wenn auch nur unwesentlich, über das MACD. Und der Oszillator gibt kein frisches Signal. Die Tatsache, dass der hier unten handelt, ist zwar nett, so nach dem Motto, er hätte mehr Potenzial als Risiko, aber es ist kein sinnvolles Signal. Sinnvolle Signale sind sowas hier. Da konnte man den noch bei 15.400 ungefähr erwischen und dann verließen sie ihn. Also das sind halt die sinnvollen Signale. Das hier ist jetzt, für mich ist das momentan gar nichts. Jetzt wollte ich mal die Fibos einziehen. Und zwar von hier nach da. Wir haben von dieser Bewegung, an dem Tag, an dem das alles nicht so schick aussah, haben wir diese fette Bewegung gemacht und wir haben zu 61,8 korrigiert. Ein Overshoot ist immer erlaubt. Das Wichtige ist nur, er muss dann gleich wieder reingehen. Von daher haben wir die Unterstützung gesucht und gefunden. Wir haben diese Bewegung schön bisher korrigiert. Da ist jetzt nichts Dramatisches. Aber nochmal, auch von den 4 Stunden her sieht es nicht so toll aus. Und dieser Punkt 14.821 ist wichtig. Dann haben wir die Stunde. Hier sieht man es, finde ich, eigentlich noch schöner, was die wichtigen Punkte sind im Index. Und zwar hier oben 15.228. Das soll heißen, wenn er mit einer Stundenkerze über 15.250 schließt, kann er sich das hier alles nochmal zurückerobern. Das kann passieren, zum Beispiel in der Folge einer schnellen Korrektur, Nasdaq oder Dow Jones, das kann passieren. Ich will das nicht ausschließen. Auf der anderen Seite wird es ziemlich grau, wenn wir unter die 15.000 mit einer Stundenkerze gehen und schließen. Dann holen wir uns diese Geschichte hier nämlich nochmal und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir auf die 14.828 gehen. Also das ist echt spannend momentan. Von der kurzen, Strich von der Stundentechnik, sind wir hier weiter negativ. Wir sind hier immer noch negativ. Ich kann dem momentan nichts Positives abgewinnen, außer dass wir irgendwo in sklavischer Abhängigkeit im Dow oder dem Nasdaq nach oben folgen sollten, wenn die eine Korrektur nach oben machen. Der DAX an sich alleine gestellt, würde ich sagen, der hat eine 65-35er Risiko. Ich kann den noch nicht kaufen. Deswegen mit den Scheinen mache ich das so. Ich nenne jetzt mal den Put zuerst. Und zwar kann ich den schon ziemlich nah hier hinterlegen, hinter die 15.443. Und dann habe ich mich für den hier entschieden. Das ist ein 36er Hebel. Das ist die 15.474, liegen wir da. Der sollte meines Erachtens nach aber erst dann gekauft werden, wenn wir wirklich die 15.000 nehmen. Weil dann haben wir nochmal die 200 Punkte Platz. Aber das muss mit einer Stundenkerze mindestens passieren. Das ist die Kennnummer GH1B1B. Gehen wir mal zum Call.
Den Call kann ich auch nicht hier drunter legen. Also ich für Daytrading, ich mache das. Ich nehme dann so einen 14.950er Call, aber auch nur, wenn wir hier drüber gehen, wenn wir die besprochene 15.250 überbieten. Genauso wie ich den Put erst kaufe, wenn wir hier drunter gehen. Vorher noch nicht. Ich musste einfach jetzt mal die Finger stillhalten. Und da komme ich näher ran. Das war ein 44er Hebel, meine ich. Ja, genau, das passt hier. 14.719, da sind wir also ungefähr hier unten. Der hätte noch genügend Platz, dass man ihn stoppen kann, wenn, wie wir erwarten, dann eine ganz schnelle Bewegung nach unten kommt. Nochmal, der wird nur gekauft, wenn wir hier drüber gehen. Über die 15.250. Und dieser 14.719er Schein, das ist ein Open-End-Schein von Goldman, hat die Kennnummer GH3XYT. Gustav Heinrich 3XYT. Also ich finde das super spannend, haltet das Pulver trocken. Ich meine, es besteht mehr Risiko als Potenzial kurzfristig, aber der ist momentan für Überraschung gut. Das sieht man hier an diesen langen Kerzen, lange Lunden, lange Dochte. Das ist spannend momentan, wirklich spannend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.